Hallöchen, ich bin Anita vom Channel Anita Girlytainment und in diesem Video gibt es den Test, welches Pferd passt zu mir. Du kannst den Test auf jeden Fall auch gerne mitmachen. Ich habe es einfach auf Google eingegeben, welches Pferd passt zu dir, und dann schauen wir mal, was bei diesem ganz tollen und sehr qualitativ hochwertigen Test Ironie aus rauskommt. Los geht's. Und dafür gehe ich auf Google und gebe ein Pferd. Test. Der absolute Pferdetest. Oder welches Pferd passt zu mir? Nehmen wir gleich mal Nummer 2 auf testedich.de, auch bekannt für die besten Tests der ganzen Welt. Wofür möchtest du dein Pferd verwenden? Eher Dressur, Kutschenfahren, Freizeitreiten und Ausreiten, eher Springen oder Western? Also ich mag Dressur, ich habe auch das Kutschenfahrabzeichen, das bronzene Fahrabzeichen habe ich gemacht, die Prüfung auch bestanden, und Kutschenfahren macht mega viel Spaß. Wenn du sagst, ja, ich habe mit Kutschenfahren nicht so viel am Hut, ich kann es echt empfehlen. Es macht wirklich Spaß, es ist ein ganz anderes Feeling. Freizeitreiten und Ausreiten, dreimal darfst du raten, was ich jetzt anklicken werde. Eher Springen macht mir noch mehr Spaß als Dressur, muss ich ehrlich sagen. Und Western habe ich noch nicht ausprobiert. Also bei mir kommt Freizeitreiten und Ausreiten. Wie groß sollte dein Pferd Pony sein? 1,20 bis 1,50, 1,50 bis 1,65, 1,60 bis 1,70, 1,65 bis 1,75 oder 1,70 bis 1,80. Ich selbst bin ja 1,70 groß, und viele fragen ja auch, wie groß meine Pferde sind und wie alt meine Pferde sind. Schau am besten jetzt in die Infobox, da steht alles ganz genau zu meinen Pferden. Aber kurz gesagt, Escada ist 1,48, Rubinesca ist 1,70 und Rubienne ist halt schon größer als sie. Also da war Stand Herbst 2016 1,73, wo man das letzte Mal abgemessen haben. Also der wird auf jeden Fall größer, und ich finde halt große Pferde total schön. Ich finde kleine auch schön. Ich finde das bei der Escada ganz praktisch, wenn man da überall leicht hinkommt. Beim Probieren ist es halt so, da muss man sich doch ein bisschen mehr strecken beim Putzen. Aber mir gefallen größere Pferde richtig gut. Also ich würde sagen 1,65 bis 1,75. Wobei ich Pferde mit 1,80 auch cool finde. Welche Charaktereigenschaften sollte dein Pferd haben? Sportlich und energievoll, unkompliziert und bemüht, brav für Anfänger und Kinder geeignet, lernfreudig und willig, gutmütig und elegant. Okay, eigentlich will ich alles außer das Erste. Weil sportlich und energievoll möchte ich nicht so gerne, aber ich liebe unkompliziert und bemüht, brav für Anfänger und Kinder. Ich nehme das Zweite, unkompliziert und bemüht. Wobei lernfreudig und willig ist auch cool, und gutmütig und elegant mag ich eigentlich auch gerne. Nur ich brauche kein mega spritziges Pferd. Wie viel Bewegung könntest du deinem Pferd bieten? Circa 5-mal die Woche, 3-mal wöchentlich oder weniger, circa jeden zweiten Tag. Ich biete meinem Pferd einen täglichen Koppelgang oder Bewegung, jeden Tag circa eine Stunde. Also ich muss ja sagen, ich komme einfach immer in den Stall, und wenn ich nicht in den Stall komme, macht es entweder mein Freund, meine Schwester oder meine Freundin. Das ist auch eine Frage, die auch ganz oft gestellt wird, weil ich ja 4 Pferde habe, wobei mittlerweile jetzt 3, weil der Rubiener noch in Deutschland ist, zum Beritt bei meiner Trainerin. Ja, und meine Pferde kommen, egal ob ich was mit ihnen mache oder mein Freund oder meine Freundin was mit ihnen macht oder meine Schwester, meine Pferde kommen jeden Tag raus und sind den ganzen Tag draußen, weil ich finde es ganz fürchterlich, wenn du einfach in so einer Box eingesperrt bist. Stell dir mal vor, du wirst einfach in einem Zimmer eingesperrt oder eigentlich noch viel kleiner und bist da die ganze Zeit drin, und dann lässt sich halt immer irgendjemand mal raus. Also Koppelgang ist das Mindeste. Also ich würde entweder das Erste antippen oder das... Ich biete meinem Pferd einen täglichen Koppelgang oder Bewegung. Täglichen Koppelgang und Bewegung würde ich am liebsten anklicken, aber okay. Wie viel Reiterfahrung hast du? Ich reite nicht, ich fahre. Ich habe Turniererfahrung, kann meinem Pferd selbstständig Lektionen beibringen. Viele kommen auch mit schwierigen Pferden klar. Ich habe viel Westernreitererfahrung, wenig bis gar keine. Ich will ein Pferd zum Reiten lernen, Spaß haben. Reiten und Spaß haben. Also ich habe auch Turniererfahrung und ich kann Pferden auch selbstständig was beibringen. Das geht. Was ist dir in einem Pferd am wichtigsten? Gute Grundgangarten, Gutmütigkeit, es soll sich präsentieren können, gutes Sportpferd, das Wohl des Pferdes ist mir sehr wichtig, brav und vielseitig einsetzbar. Da sage ich definitiv brav und vielseitig einsetzbar. Wo würdest du dein Pferd halten? In Offenstallhaltung? Das weiß ich noch nicht so genau. In einer großen Box, auf einer Koppel mit Unterstand, in einer Paddock-Box. Also meine Pferde stehen momentan in einem Stall, wo sie am Abend in den Stall kommen und Boxen haben und am Abend auch den ganzen und tagsüber auch den ganzen Tag draußen sind. Aber ich finde Offenstallhaltung auch ganz cool, aber ich würde
am liebsten eine Offenstallhaltung habe, nur wo meine eigenen Pferde sind, weil ich finde das einfach ein bisschen schwierig, wenn man in einem Stall steht, wo öfters mal so ein Pferdewechsel ist und immer Pferde dazukommen und dann wieder weg und sowas. Also am liebsten, wenn ich es mir aussuchen könnte, wäre das einfach so ein Stall, wo nur meine Pferde sind und wo keine Fremden dazukommen. Ich meine, ich habe eh genug Pferde plus die zwei Pferde von meinem Freund, also das eine Pferd von meinem Freund plus das Pferd vom Schwiegervater. Also, und die stehen ja auch zusammen auf der Koppel. Also ich finde, so wie es jetzt ist, ist eigentlich ganz cool. Also in einer großen Box plus täglich, ganztägig Auslauf. Wie viel darf das Pferd kosten? Kommt drauf an, 1.000 bis 3.000 Euro, 5.000 bis 10.000, 10.000 bis 15.000, 3.000 bis 5.000. Ja, das kommt echt drauf an. Also das ist jetzt leider wirklich so eine richtig blöde Antwort auch, weil viele immer sagen, ja, ich will das jetzt wissen, aber das kommt echt drauf an, was du halt eben haben möchtest. Und ich muss dir halt nur sagen, es zahlt sich schon aus, ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen, weil die Anschaffungskosten des Pferdes, das ist noch das Geringste. Weil wenn du monatlich die ganzen Einstellgebühren und sowas und alles, was dazukommt, wie Hufschmied, Ausrüstung, Tierarzt, wenn du das dazu rechnest, ist eigentlich die Anschaffung das Wenigste. Also ich würde mir an deiner Stelle, wenn du genug Geld hast und sagst, okay, ich möchte mir jetzt ein Pferd kaufen, dann würde ich auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen und sagen, ich kaufe mir jetzt dieses Pferd. Und es kann auch ein bisschen mehr kosten, das hast du aber halt dann für immer. Und ob du jetzt das billige Pferd hast, was nicht so gut ist oder was du eigentlich nicht so möchtest, oder ob du jetzt dein Traumpferd hast, was ein bisschen mehr gekostet hat, du musst sowieso immer gleich Einstellgebühr zahlen. Also überleg dir das und ich persönlich würde mehr Geld in die Hand nehmen und sagen, für das gute Pferd geben wir auch ein bisschen mehr Geld aus. Ich weiß nur, dass die Eskada sehr, sehr teuer war. Die Eskada war Jährling und wir sind vom Züchter und ja, die hat halt auch Geld gekostet und ich würde trotzdem sagen, es kommt drauf an. Frage 9. Welche Farbe gefällt dir bei einem Pferd am besten? Falbe, Schimmel, ein gutes Pferd hat keine Farbe, Fuchs oder Braune oder Rappe? Ich glaube, wenn du mich ein bisschen kennst, weißt du, was ich jetzt nehmen werde. Aber wenn ich es abstufen könnte, würde ich Nummer 1 sagen Schimmel, Nummer 2 Falbe. Falbe finde ich auch total schön, aber es kommt nichts an einen schönen Schimmel. Was gefällt dir am Äußeren eines Pferdes am besten? Ist mir eigentlich egal, solange der Charakter passt. Eleganz, dicke Halsmuskulatur, gut bemuskelt, sportlicher Körperbau, süß, viel Mähne und Schweif oder stämmig? Eigentlich alles. Also ich finde eigentlich alles mega schön. In Wirklichkeit sollte das Aussehen nicht so ausschlaggebend sein, weil in Wirklichkeit sollte man einen Partner haben an seiner Seite, auf den man sich verlassen kann, mit dem man einfach gut zurechtkommt. Aber wenn es jetzt schon so ein oberflächlicher Test ist, ich weiß nicht, ich finde halt viel Mähne und Schweif schön, aber ich finde auch einen schicken Hals total schön und stämmig mag ich auch total gerne. Also es ist eigentlich alles toll. Ich nehme Eleganz, dicke Halsmuskulatur. Aber damit meine ich nicht so einen hässlichen Unterhals. Das geht gar nicht. Wie lange reitest du schon? 10 Jahre oder mehr? Ich reite nicht so lange. Bin mit meinen Pferden aufgewachsen oder 2 bis 5 Jahre. Ich reite schon 10 Jahre oder mehr. Was gefällt dir am Reiten am besten? Über Felder galoppieren, beim Ausreiten die Natur genießen? Mhm. Verschiedene spielerische Aufgaben mit dem Pferd lösen? Ja. Ich reite nicht so gerne, habe mehr Interesse am Kutschenfahren, eigentlich auch, aber der Erfolg beim Umgang mit dem Pferd oder das Gefühl zu fliegen, boah. Also ich würde eigentlich fast alles ankreuzen. Kutschenfahren mache ich auch gerne, aber ich reite trotzdem und ich werde sagen, eigentlich 1 und 2, aber ich nehme 1. Ich liebe das, einfach in der Natur zu sein und die Umgebung zu genießen und ich mag es aber auch gerne, mit meinen Pferden verschiedene Dinge zu machen. Also so Geschicklichkeitsritte mache ich auch total gerne. Was sind deine Ziele mit dem Pferd? Turnierreiten, sportliche Erfolge. Ich will bis zu den ganz großen Klassen springen. Weiß ich noch nicht. Oder Spaß mit meinem Pferd haben. Auf jeden Fall Spaß mit dem Pferd haben. So, vorletzte Frage, Ladies. In welchem Reitstall wird dein Pferd untergebracht? In einem großen mit Springplatz? Auf einem Bauernhof? In einem ganz normalen Stall mit großen Reit- und Fahrmöglichkeiten, in einem eleganten, gepflegten Stall, in einem Stall mit artgerechter Haltung. Also ich würde sagen, die letzten 2 Antwortmöglichkeiten, in einem eleganten und gepflegten Stall und in einem Stall mit artgerechter Haltung. Aber da ist mir die Haltung halt dann doch wichtiger, als wie es jetzt aussieht und deswegen artgerechte Haltung ist mir wichtig. So, letzte Frage. Oh, okay.
Wie hat dir der Test gefallen? Ich hoffe, das Ergebnis wird dich nicht so enttäuschen. Ich hoffe auch, dass das Ergebnis... Was ist das für eine Frage? Ich hoffe auch, dass mich das Ergebnis nicht enttäuschen wird. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt, welches Pferd da jetzt rauskommen wird. Dann nicht so schlecht. Ich habe den Test aus Langeweile gemacht. Der Test war nicht so gut oder großartig. Ich nehme mal Antwort 1. So, Auswertung. So. Da stehen jetzt ganz viele komische Dinge. Welches Pferd passt zu mir? Zu 27% passt zu mir ein Haflinger oder ein Huzule. Freizeitreiten wird dir mit diesen kleinen Pferden große Freude bereiten. Lustig. Ja, die Eskada passt halt zu mir, das beweist halt der Test. Sie hätten noch das Folgende werden können. Oder auch zu 20% könnte auch ein Holsteiner zu mir passen. Oder zu 20% auch ein Hannoveraner. Hier, wo sind die Oldenburger? Aber nur zu 13% ein Quarter Horse. Aber zu größtenteils würde ein Haflinger oder ein Huzule zu mir passen. Freut mich sehr. Dann passt dir der Test und dann passt dir die Eskada Gott sei Dank auch zu mir. Ich verlinke dir den Test, falls du den auch mal ausprobieren möchtest. Der beste Test ever. Irgendwas. Na, und falls du nochmal so ein Testvideo sehen möchtest, wenn ich da nochmal was austesten sollte, dann schreib es mir jetzt gerne in die Kommentare. Vielleicht kennst du auch irgendwie einen Test, den du gerne mal sehen möchtest, den ich mal ausprobieren soll. Dann lesen wir uns gleich da unten. Und ich freue mich voll über deine Kommentare. Ich like die auch immer voll gerne. Also ich like mich dann auch immer meistens da super gerne durch. Und dann sehen wir uns in diesen zwei Videos nochmal. Da-da-da-da-da-da-da-da. Einfach draufklicken, kostenlos abonnieren nicht vergessen. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten wieder. Bis bald. Tschüss.